Einen schönen guten Morgen, geschätzte Medienvertreter, liebe Kollegen der Landtagsfraktion, lieber Otto Malknecht. Ich darf Sie alle recht herzlich zur heutigen Pressekonferenz hier willkommen heißen. Und zwar geht es heute um das Thema Schule, ein wichtiges Thema, ein wichtiges Anliegen für uns Freiheitlichen seit jeher. Ist die Schule doch eine wesentliche Grundsäule unserer Autonomie. Und zwar geht es darum, dass wir Forderungen an die Schulamtsleiterin, an die neue Schulamtsleiterin stellen möchten. Frau Sigrun Falkensteiner, die jetzt mehr oder weniger, glaube ich, einen Monat im Amt ist. Es geht darum, dass wir einige Ideen, einige Vorschläge, die die Freiheitlichen schon seit langem immer wieder auf die politische Tagesordnung gesetzt haben, thematisieren möchten und diese dann natürlich auch mit der Schulamtsleiterin persönlich austauschen, persönlich sprechen, und wir werden diesen Forderungskatalog auch der Schulamtsleiterin übergeben. Aber wir haben nicht nur Forderungen an die Schulamtsleiterin, sondern eine ganz konkrete Forderung auch an die Landesregierung. Diesbezüglich wird die Freiheitliche Landtagsfraktion auch einen Beschlussantrag verfassen. Und zwar geht es darum, es ist ein guter Impuls von Österreich gekommen, eine Urforderung auch von uns Freiheitlichen hier in Südtirol, dass wir immer wieder gefordert haben, dass Deutsch vor Schuleintritt gelernt werden muss. Und die österreichische Bundesregierung hat diesen Impuls jetzt geliefert. Die österreichische Bundesregierung möchte dieses Modell jetzt umsetzen. Und wir sind uns bewusst, dass das in Südtirol natürlich ein großer Einschnitt wäre. Aber dahingehend möge die Landesregierung wohlwollend dieses Modell prüfen, auch auf die Umsetzbarkeit dann prüfen, dass das auch für Südtirol so umgesetzt werden kann, weil wir ja aus der Praxis wissen, dass es natürlich, bevor oder wenn Ausländerkinder in die Regelklassen kommen, teilweise ein ganz großes Problem ist, dass sie eben die Sprache nicht beherrschen. Und was das dann für Folgen hat, die sind uns alle bekannt. Und ich denke, dass man sich dieses Modell, das angeblich im Herbst umgesetzt werden soll, anschauen muss, dass man es studieren muss und dass man natürlich schauen muss, ob es für Südtirol auch umsetzbar ist. Und in diesem Zusammenhang eben wird ein Antrag von der Fraktion vorbereitet. Und ich möchte jetzt, was die Forderungen anbelangen, die wir dann der Schulamtsleiterin persönlich übergeben möchten, das Wort an Otto Malknecht übergeben. Ja, danke. Ich möchte zum ersten Mal auf das Modell CLIL eingehen. Es wurde vor einigen Jahren auf staatlicher Ebene vom Unterrichtsministerium als Modell erarbeitet bzw. international übernommen und ist derzeit seit einigen Jahren als Experiment in Südtirol Schulen. Wir sind der Meinung, dass dieses Experiment CLIL in Südtirol beendet werden sollte. Es widerspricht dem Recht auf die Deutsch- bzw. muttersprachliche Schule, das wir in Südtirol haben, das eines der wichtigsten Grundrechte und Fundamente der Südtirol-Autonomie darstellt. Artikel 19 spricht eindeutig vom Autonomiestatut vom Recht auf die muttersprachliche Schule. Daneben diskriminiert CLIL auch weniger begabte Schüler und führt, wie man in der Praxis gemerkt hat, häufig auch zu einem Frontalunterricht in einem vereinfachten Englisch oder Italienisch, das von Schülern passiv und schweigsam erduldet wird. Auch das wären bereits gute Gründe, um dieses CLIL-Experiment zu beenden. Letztlich ist auch ein Urteil des Staatsrates Nummer 617 aus dem Jahr 2018 ergangen, nicht auf das Modell CLIL bezogen, sondern generell auf das Recht, in dem Fall der italienischen Studierenden an Universitäten, in der eigenen italienischen Muttersprache Lehrveranstaltung zu hören. Da hat eben der Staatsrat festgestellt, dass es nicht zulässig ist, wenn nur mehr auf Englisch in dem Fall ganze Kurse abgehalten werden sollen. Das, was der Staatsrat für italienische Universitäten
festgestellt hat, das gilt erst recht natürlich auf Südtirol, wo wir, wie gesagt, dieses Recht auf den muttersprachlichen Unterricht im Autonomiestatut und somit auf einer verfassungsrechtlichen Ebene verankert haben. Ein zweiter Punkt betrifft die Verteilung von Kindern mit schlechten Deutschkenntnissen in den Kindergärten und Schulen mit deutscher Sprache. In den Städten und Ballungsgebieten, aber auch in Dörfern wie zum Beispiel Salurn, kommt es immer öfter vor, dass in deutschen Kindergärten und Schulen eine hohe Anzahl von Kindern nur sehr schlechte Deutschkenntnisse aufweisen. Kinder mit deutscher Muttersprache bzw. mit guten Sprachkenntnissen erhalten dadurch ein schlechteres Lernumfeld, weil einfach das sprachliche Niveau der Gruppe mehrheitlich zu niedrig ist. Es gibt einen Beschluss der Landesregierung aus dem Jahr 2008, Nummer 4724, mit dem wurde damals das anders geregelt, und zwar die Aufteilung von Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund auf die Klassen, und dort wurde als Regel und Richtwert festgelegt, dass nicht mehr als 30% solcher Schülerinnen und Schüler in den Klassen enthalten sein sollen. Meines Erachtens ist diese Regelung für Südtirol unpassend. Wir haben ein deutsche und italienische Schulen, und da müsste man nicht so sehr auf die Staatsbürgerschaft der Kinder achten, sondern auf die tatsächlichen Deutschkenntnisse, etwa wenn sie in eine deutsche Bildungseinrichtung eingeschrieben werden, weil mit der Staatsbürgerschaft allein kommen wir zu unbefriedigenden Ergebnissen, weil ein Kind, das die deutsche Staatsbürgerschaft hat, das zählt dann als Immigrantenkind, was in diese Quote reinfällt. Aber ein Kind, was zum Beispiel von Eltern ist, die aus der, keine Ahnung, Lombardei zugezogen sind und auch kein Wort Deutsch kann, das gilt als Inländisches, was nicht in die Quote fällt. Unseres Erachtens sollte diese 30%-Quote nicht auf die Staatsbürgerschaft abstellen, sondern auf die tatsächlichen Sprachkenntnisse der Klasse, in die dieses Kind eingeschrieben wird, damit eben garantiert ist, dass eben ein mehrheitlicher Anteil von Kindern mit guten Sprachkenntnissen deutscher oder italienischer Art in dieser Klasse enthalten sind und somit ein Unterricht auf einem höheren Sprachniveau gewährleistet ist. Das ist ja auch zum Vorteil von diesen 30%, die damit ein in der deutschen Schule deutsch geprägtes Umfeld haben und dementsprechend einen größeren Lernerfolg haben. Der dritte Punkt, den ich versucht habe mit aufzunehmen in der Forderung, ist die Heimatkunde. Ich stelle einfach fest, dass unsere Jugendlichen immer weniger wissen von der Landesgeschichte und vor allem auch wenig wissen über die Entwicklung und Entstehung der Autonomie. Und das ist längerfristig fatal, weil wir daraus natürlich auch erkennen werden, dass wir morgen keine Politiker mehr haben werden in diesem Land, die hier eben sattelfest sind. Und wer, wenn nicht unsere eigenen Leute, soll morgen Autonomie entwickeln und auch verteidigen? Und ich kann mich gut erinnern an einen Besuch beim Tag der offenen Tür des Landtages, am Tag der Autonomie im vergangenen Jahr, haben wir Abgeordnete ja verschiedene Familien oder Besucher durch den Landtag geführt. Und da war eine Familie aus Kaltern hier, der Gatte war ein Kalter und seine Gattin war eine kam aus Ungarn, und sie hat gefragt, erklären Sie mir, wieso mein Kind in der Südtiroler Schule nichts zum Beispiel von Andreas Hofer lernt. Und ich wusste ihr eigentlich keine Antwort zu geben. Und das hat mich aber sehr wachgerüttelt, und man stellt einfach fest, dass Jugendliche sehr offen sind für die eigene Landesgeschichte, aber man lernt sie heute zu wenig im eigenen Land. Und ich glaube, die vergangenen Jahre waren sicherlich keine Jahre der Heimatkunde, aber das sollte verstärkt in Anbetracht genommen werden, auch wegen der Einwanderer, weil wenn wir Einwanderer integrieren wollen in unserem Land, so ist eine Grundvoraussetzung doch auch, dass man die Geschichte dieses Landes kennt, also dass man weiß, in welche Wurzeln stelle ich hier hinein. Und deshalb glaube ich, sollte die neue Schulamtsleiterin auch hier wieder verstärkt ein Auge darauf geben, dass Heimatkunde und Landeskunde
und Autonomiegeschichte wieder verstärkt in unseren Schulen unterrichtet wird, weil das einfach eine Grundsäule für unsere Minderheit prinzipiell ist. Man hat ja gesehen zum Beispiel die Unterschriftensammlung jetzt bezüglich Minderheiten in den vergangenen Wochen. Jetzt haben wir das Quorum erreicht, aber wir müssen ruhig zugeben, das war eine große Arbeit der Motivation, weil viele vielleicht hier den Bezug einfach verloren haben, müssen wir ehrlich sein. Nicht? Wenn man beim Wolf schnell unterschrieben hat und viel unterschrieben hat, hat man hier eigentlich nicht so schnell unterschrieben. Wieso? Weil alles als selbstverständlich betrachtet wird. Autonomie wird heute als unantastbar und selbstverständlich betrachtet und dem ist eben nicht so. Aber das heißt auch, dass unsere Leute hier vielleicht eine gewisse Sensibilität verloren haben. Ich wette, vor 40 Jahren wären die Unterschriften viel schneller zustande gekommen wie heute, weil man einen anderen Bezug gehabt hat. Das hat auch Altlandeshauptmann Durnwalder gesagt. Er stellt einfach fest, dass alles zu selbstverständlich ist. Und hier, glaube ich, sollte die Schule doch einwirken und den Kindern ganz objektiv, verstärkt aber autonomiepolitischen Unterricht und eben Heimatkunde und Landeskunde mitgeben. Dankeschön. Zu dem Punkt vielleicht ganz kurz, was Sigmar Stocker gesagt hat, das stimmt natürlich, allerdings muss man auch sagen, wenn man den Südtirolern gegenübertritt mit einer Initiative, die sich Minority Safe Back nennt, schlecht, ja, dann können sich natürlich viele nicht sofort etwas darunter vorstellen. Nicht alle sind in den sozialen Netzwerken tätig, wo sie dann auch eine kurze Erklärung bekommen. Nicht alle lesen, auch wenn Tageszeitungen wochenlang dieses Logo abgebildet haben und so weiter. Also ich denke, natürlich auf Südtirol bezogen tut man sich mit so einer Initiative, mit einem englischen Ausdruck natürlich schwerer, als wenn gegen den Wolf zu unterschreiben ist, dass das verständlich ist, klar, was gemeint ist. Ich bedanke mich. Wir werden, wie ich gesagt habe, bei der Schulamtsleiterin um einen Termin ansuchen als Fraktion und unsere Forderungen, auch andere Beschlussanträge, die wir in dieser Legislatur verfasst haben, übergeben, in der Hoffnung, dass das eine oder andere auch von der Zentrale aus sozusagen in diese Richtung dann läuft. Und was noch zu unterstreichen ist, ist eben dieser Antrag, den wir dann hier im Landtag auch einreichen, nämlich Deutsch vor Schuleintritt, eine urfreiheitliche Forderung, wo es wirklich wichtig ist, dass wir schauen, ob in Südtirol dieses Modell angewandt werden kann und dass es wirklich auf seine Prüfbarkeit, auf seine Umsetzbarkeit geprüft wird. Aber da ist die Landesregierung zuständig und das möchten wir mit der Landesregierung dann diskutieren. Wenn es Fragen gibt, gerne. Scusa, se mi puoi ripetere un pochino, non tutto la ma un sunto solo per capire, al di là dell'intervista che ho già fatto con il dottor Massimo, solo per capire un attimo in italiano. Dein Punkt. Il mio? In deinem Punkt haben wir ein bisschen nicht gesagt. Praticamente sono questi tre punti, no, che lui ti ha già dato nell'intervista. Also nicht gesagt, dann ist das, was die Uli eingangs gesagt hat, der Deutsch vor Schulentritt, das hat nicht gesagt. Praticamente vogliamo presentare anche una mozione in aula, che da discutere con la Giunta. Riguardando questo modello che adesso vuole fare il governo austriaco, che si chiama Deutsch vor Schuleintritt, praticamente che tutti gli alunni extracomunitari, stranieri, devono imparare o il tedesco se frequentano una scuola tedesca o anche l'italiano se frequentano una scuola italiana, che devono imparare la lingua prima di frequentare la scuola in una classe regolare. È un po' dei tre punti, mi sembra di capire, il più interessante per voi, il più importante. No, questa è una mozione che discutiamo con la Giunta, gli altri tre punti sono che vogliamo presentare alla Schulamtsleiterin. Però è una strada da percorrere, questo sì, questo punto che ha detto adesso. No, questo è da discutere con la Giunta, perché la Giunta ha la competenza. Sì. Questi tre punti che abbiamo spiegato prima sono punti, diciamo, più fattibili anche nella
legislazione attuale, mentre il Deutsch für Schulantritt sarebbe complicato. Un cambiamento incisivo che deve essere valutato e adeguato alla realtà sudtirolese. Gibt es weitere Fragen? Vielleicht ergänzend ein paar Sachen noch zur Schule. Ja, gerade zum dritten Punkt, Thema Heimatkunde, habe ich letzte Woche eine Aussendung geschrieben, eben da eben von Lehrpersonen eben die Info herangetragen wurde. Es ist so, dass aus Zeitmangel ist es so, dass viele Lehrpersonen nicht mehr den ganzen Stoff unterkriegen. Das heißt, gewisse Themen, Thematiken werden vernachlässigt, unter anderem eben Südtirols Geschichte wird vernachlässigt. Deshalb könnte in dieser Richtung auch eine Idee dahingehend sein, dass man sagt, man macht eine Projektwoche oder einige Projekttage, wo man eben speziell und vermehrt die Südtirols Geschichte durchmacht in der Schule. Also, dass man da in dieser Projektwoche das aufholt, was man im restlichen Jahr nicht mehr schafft, eben aus Zeitgründen. Ein paar kleine andere Punkte zum Thema Schule, die im letzten Jahr mittels Presseaussendungen behandelt worden sind. Zum einen soll man darauf hinweisen, dass in der Schule, und das ist auch eine Forderung, die man der neuen Schulamtsleiterin mit auf den Weg geben kann, dass man nicht die Eröffnungs- und Abschlussgottesdienste in den Schulen vernachlässigt. Es gibt bereits viele Schulen, wo dieser Eröffnungsgottesdienst oder auch der Abschlussgottesdienst nicht mehr stattfindet. Das ist sehr, sehr schade, gerade in einem Land wie Südtirol, dass man da eben in Bezug auf die neuen Mitbürger, die unser Land erreichen, denen gegenüber diese Gottesdienste dann nicht mehr anbietet. Ein anderes Augenmerk ist die Sicherheit in den Schulen. Es gibt viele Schulen, wo tagsüber die Eingangstore und Türen geöffnet sind oder geöffnet bleiben, gerade im Hinblick auf die steigende Kriminalität. Muss man dahingehend auch der Schulamtsleiter mit auf den Weg geben, man soll vermehrt die Schulen ansprechen, tagsüber die Tore und Türen zu schließen, damit nicht andere Personen Zutritt bekommen ins Schulgebäude. Dass es nun vermehrt Sportstunden gibt, ist natürlich aus unserer Sicht, aus Sicht der Freiheitlichen Fraktion sehr begrüßenswert. Es handelt sich hier ja um einen freiheitlichen Beschlussantrag, damals von 2015 von Pius Leitner, der jetzt umgesetzt wurde. Allerdings dürfen diese Stunden des Turnunterrichts nicht auf Kosten des Religionsunterrichts gehen. Also es gibt auch hier wieder Schulen, die streichen nun den Religionsunterricht. Es gibt hingegen andere Schulen, das ist sehr begrüßenswert, die Stunden aufteilen, dass praktisch jede oder alle Fächer gleichmäßig gekürzt werden, um diese zusätzlichen Turnstunden einzuführen. Was ich nicht mehr sehen möchte, ist in Zukunft, wenn Lehrer oder Lehrpersonen eine E-Mail bekommen vom deutschen Bildungsressort mit einer Einladung zu einem beispielsweise einem Weiterbildungskurs, einem viertägigen Kurs, wie man eben Einwanderer als Flüchtlingshelfer bestmöglich unterstützen könnte. Also ich glaube, so eine solche Einladung in einem E-Mail-Postfach von Lehrpersonen darf es nicht geben. Solche Einladungen möchte ich nicht mehr sehen in E-Mail-Postfächern von Lehrpersonen, gerade dann, wenn es heißt, am Abschluss dieser Ausbildung sollten die Teilnehmer für mindestens 6 Monate als freiwilliger Integrationspartner tätig sein. Ich glaube, das lässt sich ja gar nicht vereinbaren mit dem Job oder mit dem Beruf als Lehrperson. Deshalb solche Einladungen möchte ich nicht mehr sehen in Zukunft. Ja, das waren ein paar kurze Punkte noch in Bezug zur Schule und zur Amtsdirektion. Gut, dann bedanke ich mich und ersuche um eine ausgewogene Berichterstattung. Vielen Dank.